In diesem Video werde ich euch erklären, wie man den Umfang einer Sprechprobe ermittelt, wenn man von einem Konfidenzintervall die Sicherheit kennt und außerdem die relative Häufigkeit, die sich bei einer Umfrage ergeben hat. Schauen wir uns die Angabe genauer an. Bei einer Umfrage geben 26% der befragten Personen an, am kommenden Wochenende für Partei A stimmen zu wollen. Die Frage lautet, wie umfangreich die Stichprobe sein muss, um ein 99%iges Konfidenzintervall der Breite 0,04 anzugeben. Wir können erwarten, dass es eine sehr umfangreiche Stichprobe sein wird, denn die Sicherheit ist hoch und die Breite ist mit plus minus 2 Prozentpunkten eigentlich relativ gering. Gut, für dieses Beispiel hilft euch wie immer die Formelsammlung. Doch betrachten wir zuvor noch einmal das Konfidenzintervall. Ihr wisst bereits, dass Konfidenzintervalle symmetrisch um eine bestimmte relative Häufigkeit sind, die bei einer Meinungsumfrage erhoben wird. In unserem Fall ist es eine relative Häufigkeit von 26%. Die Obergrenze liegt bei H plus C, die Untergrenze bei H minus C, da die Intervalle symmetrisch sind. Wir wissen, dass das gesamte Intervall eine Breite von 0,04 hat. Das bedeutet, das halbe Intervall hat eine Breite von 0,02. Unser C ist also 0,02. Schauen wir uns jetzt die Formel in der Formelsammlung an und bleiben wir bei der Intervallobergrenze. Sie findet sich hier. Ihr seht an der Formelstruktur, wir haben die Struktur H plus C. Und aus einem früheren Video hoffe ich, ihr könnt euch noch erinnern, dass dieses C diesem Teil der Formel entspricht. Wie lösen wir jetzt diese Aufgabe? Aus der Angabe kennen wir die halbe Breite, das C von 0,02. Und jetzt setzen wir einfach in die Formel ein. Also wir schreiben mal die Formel ab in einem ersten Schritt. Z mal die Wurzel aus, h mal 1 minus h durch n. Und unsere gesuchte Größe ist der Stichprobenumfang n. Das heißt, um dieses Beispiel lösen zu können, benötigen wir z und wir benötigen die relative Häufigkeit h. Die relative Häufigkeit h steht direkt in der Angabe. Schauen wir sie uns noch einmal an. Das war ein Wert von 26%. Das können wir gleich einmal in die Formel einsetzen. Wir haben also 0,26 und wenn man 1 minus h rechnet, 1 minus 0,26 gibt 0,74 durch n. Und n ist gesucht. Fehlt uns noch z. Um z zu ermitteln, schauen wir ebenfalls in der Formelsammlung nach. Und zwar haben wir eine Sicherheit von 99% und lesen hier den Wert von z ab von 2,576. Dieser wird ebenfalls in die Formel eingesetzt. Das muss ich eng schreiben. 2,576. Der Rest sind Äquivalenzumformungen. In einem ersten Schritt dividieren wir durch 2,576 und erhalten dann auf der linken Seite der Formel einen Wert von, das rechnet ihr bitte mit dem Taschenrechner nach, von 0,00776 und so weiter. Das entspricht der Wurzel aus, wenn ich die beiden Zahlen ausmultipliziere, 0,1924 durch n. Der nächste Schritt wäre, beide Seiten zu quadrieren. Dann ergibt sich ein Zahlenwert von 0,00060279 und das gibt 0,1924 durch n. Und n ist gesucht. Formt man das um, mal n und dividiert durch diese Zahl, ergibt sich der gesuchte Stichprobenumfang von rund
3.192 Personen. Ihr seht, das ist eine relativ hohe Anzahl an Befragten. Möglicherweise würde man eine geringere Sicherheit in Kauf nehmen und eine geringere Anzahl an Befragten in der Realität tatsächlich bei der Meinungsumfrage befragen.